Nase immer hoch. Sonne ist noch nicht aufgegangen, aber wir sind natürlich schon aufgestanden. Jetzt gibt es erstmal Frühstück und dann ziegeln wir den Berg hoch. Das Ganze ist so eine Campione zum Essen. Hey, Prost! Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Heute sind wir im schönen Bayern unterwegs. Wir sind am schön am Ziege. Neben mir ist die Ziege. Jawohl, ich bin auch am Start diesmal. Wir sind ja heute zu dritt. Hier die zwei Brennerbrüder und der Henry. Und wir laufen da jetzt gleich den sogenannten Krottenkopf hoch. Das ist auf 2086 Metern. Und dann machen wir da ein schönes Höhentrainingslager. Wenn wir merken, es schlägt an, gehen wir gleich wieder runter. Damit wir nicht hier zu sehr übersäuern. Heute letzter Tag der Offseason. Morgen geht's wieder los. Das heißt, heute nochmal schnell die Beine brechen. Weil dann hat es sich richtig gelohnt. Das Wichtigste ist auch, natürlich keine Karte mitnehmen. Das sind Profi-Tipps von uns. Immer spontan irgendwo langlaufen, man findet schon den Weg. Genau. Deswegen steppen wir jetzt einfach los. Irgendwo lang. Wenn wir ankommen, wird das Video online gehen. Wenn nicht, nicht. Ich kann Marco nicht sehen. Hä? Was? Marco? Wo bist du hin? Oh! Oh, eine Bushaltestelle mitten im Berg. Dann kommt hier wohl der Bus vorbei. Die Ziege geht natürlich vorne ran und Marco ist auch dabei. So, wir sind jetzt auf einer Ziegenweide, deswegen fühlt sich Marco hier ganz schön wohl. Jeder wahrscheinlich weiß, ist die Luft hier oben ganz normal, also Sauerstoff ist auf jeden Fall da. Wir fühlen uns alle richtig gut, fühlt sich auf jeden Fall voll geil an, wenn man hier einfach mal so das Atmen anfängt. So ab 2000 Meter fällt es einem das Atmen viel einfacher so. Und ja, jetzt steppen wir wieder runter, ein bisschen Risikobereitschaft ist erfordert, weil jetzt alles mit Eis voll gekletschert ist, deswegen mal gucken, ob der Tag noch erfolgreich mit einem Beinbruch endet. Aber ja, die Voraussetzungen sind auf jeden Fall schon mal gegeben, dass wir das alles hier noch rocken werden. Und ja, die Kamera ist gerade schon ziemlich schwach, deswegen wissen wir nicht, wie lange es dauert. Wenn nicht,
Also wenn die nicht mehr so lange dauert, Anhalt, dann kann es sein, dass schon das letzte, der letzte Ausschnitt hier war. Deswegen, ja, war ein cooler Tag und mal gucken, wie weit wir noch kommen. So, wir haben es geschafft, den zweiten Tiger. Um euch noch einen Rat zu geben, nehmt euch lieber eine Seilbahn runter zu. Wir hatten bestimmt 7 Stürze. Ja, jetzt sind wir unten. Man merkt schon, die Luft ist ganz anders. Kann man hier schön Sauerstoff inhalieren. Jo, das war's. War ein nicer Ausflug hier. Und ja, abonnieren und liken nicht vergessen, mein Freund, der hier gerade zuschaut. Und ja, und wir sind dann mal raus.